Soll ich dir tragen helfen? Ob ich dir tragen helfen soll? Ei. Herrschaftszeit, dieser Sau wieder. Eieieiei, machst du bitte die Tür zu, es zieht. Ja, gleich. Ich kann ja nicht alles machen, aber nicht drei Hände. Du hättest auch mal die Tür zu machen können, nicht? Ich hab doch auch keine dritte Hand frei. Überall Wasser, überall Nasser. Schrecklich viel Spasser. Spasser, was ist das für ein Wort? Oh, das ist ein sehr schönes Wort. Das ist Lateinisch, aber davon hast du ja keine Ahnung. Lateinisch habe ich wirklich keine Ahnung. Weißt du, ich kenn bloß Spaß, das ist Einzahl, und Späße, das ist Mehrzahl. Aha, Einzahl, ja, aber wer will das schon? Überall drei nass, schrecklich viel vier Spaß. Das ist jetzt Zweizahl. Ja. Wunderbar. Einen Düchter kann nichts erschüttern. Rein gar nichts. Sag mal, ist das Glump da vom alten Wimmer da? Nein. Das da ist vom alten Wimmer, aber das ist von der Frau. Sag mal, was macht der eigentlich, dass immer bei dem Wimmer immer alles schlimmer kaputt ist? Nein, der kauft alte kaputte Sachen auf, weißt? Und dann muss man es wieder herrichten und dann verkauft es wieder neu. Als neu? Das ist ja ein Betrüger. Nein. Es gibt ja Leute, die suchen solche Antiquitäten, nicht? So. Aber eins tät mich interessieren. Wusst du, bei dem Sauwetter einen Spaß entdeckst? Also ich kann keinen finden. Da schau doch mal raus. Du siehst das wieder nicht. Da drüben ist ein turbo-toller Wasserpfützenspaß. Jawohl. Der Dreckpfützen. Daneben ein großer, übergroßer Wasserhaufen. Ach, geht jawohl. Zu. Jetzt möchte ich mal bloß wissen, was das für Spaß ist. Also. Ui, das ist ein großer Spaß. Da muss man nämlich hineinsteigen. Na, das muss man nicht. Doch. Na. Aber viele Menschen steigen immer wieder in Wasserpfützen. Fast alle, ja? Nein, Menschen nicht. Kinder steigen in Wasserpfützen. Und dann kommen sie heim und dann werden sie geschimpft. Ja, aber ich muss aber reinsteigen. Na, und wenn du dann nicht steigst, dann kriegst du nasse Füße, dann erkältest dich und dann haben wir die Bescherung. Oh, ich mag Bescherungen sehr gern, weil da bekommt man nämlich immer was geschenkt. Aha, weißt du, was du geschenkt kriegst? Was denn? Einen Pfundskatar. Ein Pfund Tatar krieg ich da geschenkt. Aber sag mal, wenn ich da rausgehe und du schaust nicht zum Fenster raus und dann bin ich ja unsichtbar und dann kann mir ja gar nichts passieren in der Pfütze. Oh, okay, ich konnte nicht da hinten arbeiten. Da vorne, da habe ich Licht. Du musst doch nicht immer zum Fenster rausschauen. Du kannst doch rückwärts zum Fenster arbeiten. Ja, aber da kommt jemand und dann schaue ich halt. Na, pass auf, wenn du unsichtbar bleiben willst, dann musst du in den Nachbarhof gehen. Da bin ich nicht, da kann dir nichts passieren. Da kann mir nichts passieren. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, ob Sie da drüben auch so schöne Pfützen Wunderbare Pfützen haben die, sehr schöne Pfützen. So. Ja. Ja, dann, ja. Da gehst jetzt ja, nicht, dann, gell? Ja. Wenn dein ganzes Herz dran hängt, dann platsch. Dann werde ich der trockenste, unsichtbarste Wasserpfützen-Spritze-Plansche-Kobold von der ganzen Welt. So ist es, so, und jetzt gehst du.